Was ist ein Ophthalmoskop? Ein Ophthalmoskop ist ein medizinisches Instrument zur Untersuchung des Auges. Es ist sehr wichtig, dass ein Arzt das Innere des Auges einschließlich der Netzhaut im hinteren Augenbereich sehen kann. Obwohl sie am häufigsten zur Diagnose von Augenzuständen verwendet wird, können durch eine Augenuntersuchung gesammelte Informationen für viele andere medizinische Bereiche relevant sein, darunter Kardiologie, Neurologie und Pädiatrie. Es hat sich zu einem der am häufigsten gesehenen und anerkannten medizinischen Screening-Geräte entwickelt. Die häufigste Art von Ophthalmoskop besteht aus einem konkaven Spiegel, der ein kleines Licht innerhalb des Instruments reflektiert. Ein Arzt untersucht das Auge, indem er durch ein Monokular in das Auge des Patienten schaut. Es ist möglich, verschiedene Tiefen des Auges bei verschiedenen Vergrößerungen anzuzeigen, indem eine Scheibe mit verschiedenen Linsen innerhalb des Instruments selbst gedreht wird. Eine Routineuntersuchung der Augen kann schnell in einer Arztpraxis durchgeführt werden. Wenn eine gründlichere Untersuchung erforderlich ist, erweitert der Arzt die Pupillen des Patienten manchmal, um einen klaren und breiteren Blick auf das Augeninnere zu ermöglichen. Der oben beschriebene Ophthalmoskoptyp ist auch als direktes Ophthalmoskop bekannt. Weniger verbreitet ist das indirekte Ophthalmoskop, obwohl diese grundsätzlich nach dem gleichen Prinzip arbeiten. Sie bestehen normalerweise aus einer Leuchte, die an einem vom Arzt getragenen Stirnband befestigt ist. Der Arzt untersucht das Auge mit einer Handlinse. Diese Art von Instrument kann eine breitere Sicht des Auges bieten und ist auch dann recht nützlich, wenn sich in der Augenlinse Katarakte befinden, die sonst die Sicht beeinträchtigen würden. Wie bei vielen Erfindungen kann gesagt werden, dass mehr als eine Person das Ophthalmoskop erfunden hat. Der erste Arzt, der jemals ein Gerät zur Betrachtung der Netzhaut herstellte, war 1823 Johannes Purkinje. 1847 entwickelte Charles Babbage eine sehr funktionale frühe Version des Geräts, machte die Erfindung jedoch nicht allgemein bekannt. Der Mann, der das tat, war 1850 der deutsche Arzt Hermann von Helmholtz. Er modifizierte das frühere Design leicht und fertigte ein Modell zur Demonstration an. Aus diesen Gründen wird Helmholtz auf die Erfindung zugeschrieben. Die ersten Leute, die ein Ophthalmoskop entwickelten, das dem heutigen ähnelt, waren Josh Zehler und John Palumbo. 1915 entwickelten sie eine Handversion, die der heutigen in Arztpraxen ähnelt.